Wir schauen uns heute die Nikon D500 an, eine High-End-DSLR-Kamera. Schauen wir einfach mal, ob es das ideale Modell ist für Wildlife- und Action-Fotografen. Mit über 2000 Euro auf jeden Fall sehr teuer, bietet aber auch sehr spannende Funktionen im Bereich Serienbild und Autofokus und 4K-Video, also jede Menge spannende Sachen. Schaut rein! Starten wir erstmal mit dem Punkt Design und Verarbeitung von der Nikon D500. Was fällt zuerst auf? Vom Body her angelehnt an der Nikon D800, D810 Serie, die man rausgebracht hat. Das heißt auch unter anderem mit diesem Moduskreuz, nenne ich es einfach mal, was man hier oben hat. Also nicht das typische Modus-Wahlrad, sondern ein Schalter für Weißabgleich, einmal für die Belichtungssteuerung, einmal für Quality, also ob jetzt RAW oder JPEG aufnimmt oder welche Modi auch immer. Und dann mit Mode halt ganz normal könnt ihr den umschalten zwischen Blendenpriorität und so weiter und so fort bis hin zu voll manuellen Modi. Und unten dann gleichzeitig noch das Einstellrad mit dran, wo ihr dann zum Beispiel zwischen Serienbild, Einzelbild, Selbstauslöser und Co. umstellen könnt. Natürlich auch oben mit dabei in der Preisklasse hier schon selbstverständlich. Nochmal ein zweites Schulterdisplay einfach mit aufgebaut. Was mir persönlich sehr gefallen hat, ihr habt auch nochmal zwei so eine Funktionsknöpfe mit drin. Also könnt ihr euch noch frei nach Wahl irgendwelche Funktionen draufpacken. Ist ganz schön, so kann man es noch ein bisschen individualisieren, was man alles haben möchte. Seitlich auch nochmal ein extra Schalter für den Autofokus-Modus sowie Autofokus-Manuell-Fokus kann man auch hier nochmal umstellen. Auch das ganz schön gemacht, hat man also eben immer einen sehr schnellen Zugriff einfach auf die wichtigsten Funktionen, die man so mit drin hat. Auch nochmal extra ISO-Button oben ist ja bei Nikon bei den kleineren Kameras leider auch nicht selbstverständlich. Also auch das mit reingemacht, Aufnahme-Button für Videoaufnahmen. Also ihr merkt schon generell wirklich viele Knöpfe mit dran. Mag für Einsteiger vielleicht ein bisschen überfordert sein, aber die Kamera richtet sich ja auch eher an professionelle Fotografen. Vom Display her auf der Rückseite seht ihr schon, das könnt ihr unter anderem so um knapp 170 Grad insgesamt kippen. Auch nochmal um knapp 180 Grad nach unten. Leider eben nicht zur Seite rausschwenken, was für Filmer vielleicht ein bisschen schade ist. Aber das gibt es ja in der Preisklasse generell eh nicht oder zumindest relativ selten, da es ja doch eher professionelle Kameras sind, die ein bisschen auf Robustheit getrimmt werden. Aber das Display auf der Rückseite ist touchfähig und löst mit 2,4 Millionen Bildpunkten sehr hoch auf, also auch ein sehr schön scharfes Bild. Deswegen in Sachen Ausstattung schon mal ein sehr schönes Rundumpaket von Nikon. Ja, schon, bei der Nikon D500 geht es auf jeden Fall immer um das Thema Geschwindigkeit. Serienbildaufnahmen mit 10 Bildern pro Sekunde sind möglich, das bis zu 200 Bilder am Stück, also RAW-Bilder am Stück, JPEG natürlich unbegrenzt. Die 200 RAW-Bilder allerdings auch nur, wenn ihr auf moderne XQD 2.0 Speicherkarten setzt. Die können mit über 400 MB pro Sekunde Daten übertragen. Da wird also der interne Pufferspeicher eigentlich nie wirklich leer. Die 200 Bilder am Stück sind auch eine künstliche Limitierung von Nikon. Theoretisch ginge es weiter, sie riegelt da halt einfach dann erstmal wieder kurz ab. Sollte allerdings für die allermeisten Anwendungsfälle problemlos ausreichen, 200 Bilder am Stück aufzunehmen. Wenn ihr normale SD-Speicherkarten einsetzt, kommt ihr auf 29 Bilder am Stück, also RAW-Bilder am Stück. Wenn ihr denn noch UAS-2-Speicherkarten, also auch SD-Speicherkarten, aber die ganz schnellen einsetzt, kommt ihr auf knapp 50 Bilder am Stück, die ihr da noch aufnehmen könnt. Das sollte für die meisten eigentlich ausreichen. Das spart ihr gegenüber den XQD-Speicherkarten nochmal eine ganze Menge Geld. Also wie gesagt, ich denke, die XQD-Speicherkarten sind kein Muss. Gute SD-Speicherkarten, da kommt eben auch auf knapp 50 Bilder, würde ich persönlich zumindest eher in die Richtung einfach mal schauen. Da habt ihr wahrscheinlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen mehr von. Autofokus auch noch ganz spannend, 153 Autofokusfelder und die auch sehr schön verteilt über den gesamten Sucherbereich. Davon 99 Quad-Type Autofokusfelder, also ihr merkt schon im Bereich Autofokus nicht zu bemängeln. Und da sie eben so schön viele sind und auch noch so gut verteilt, könnt ihr einfach auch ein sehr schönes Fokus-Tracking nutzen. Das heißt einmal ein Objekt anfokussieren und dann über den gesamten Bereich ordentlich nachverfolgen. Das hat Nikon wirklich sehr, sehr schön hinbekommen in der D500. Also eine sehr schöne Kamera für Sport- und Wildlife-Fotografen. Kommen wir mal zur neuen Smartphone-App von Nikon. Die nennt sich jetzt nämlich SnapBridge. Ganz interessante Neuerung. Es sieht jetzt einfach mal aus wie eine App, die aus dem Jahr 2016 stammen könnte. Das war ja bei den Vorgängern leider nicht wirklich der Fall. Auch die Nikon D500 hat neben einem Wi-Fi-Modul Bluetooth reinbekommen und auch NFC. Das heißt, normalerweise hatte ich zumindest gedacht beim ersten Testen, okay, man hält das Smartphone einfach hier an der Seite ran, wo die NFC-Markierung ist, so wie es eigentlich bei allen anderen Kameras mit NFC funktioniert und sie verbinden sich einfach sofort. Ihr seht schon, hier passiert leider herzlich wenig. Nikon hat sich gedacht, das ist alles ein bisschen einfach, ist ja eine Profikamera, die soll noch wenigstens noch ein bisschen mit Knöpfen arbeiten können.
kann man auch ganz toll. Man muss hier nämlich erst einmal auf mit Smart-Gerät verbinden gehen, was so klingt, als hätte es jemand mit über 60 Jahren übersetzt. Und dann sind die beiden Geräte schon miteinander verbunden. Seht ihr jetzt hier zum Beispiel auch 80%, also der Akkustand von der Kamera wird auch mit übertragen. Und was eben sehr schick ist, jetzt sind sie erstmal nur über Bluetooth 4.1 Low Energy verbunden und nicht über Wi-Fi, was einfach die Akkulaufzeit wahnsinnig verlängert, insbesondere wenn ihr nur in Anführungszeichen erstmal natürlich nur die Standortdaten übertragen wollt, also das GPS vom Smartphone für die Kamera mitnutzt. Das Wi-Fi ist nicht aktiviert, braucht viel weniger Strom. Das auf jeden Fall schon mal eine sehr schicke Neuerung. Jetzt kommen wir allerdings noch zu ein paar weiteren Punkten, die Nikon leider sehr schlecht umgesetzt hat. Schauen wir einfach mal in das Thema Fernauslösung rein. Die Verbindung dauert jetzt hier ein bisschen länger, weil natürlich von Bluetooth erstmal auf WLAN umgeschaltet werden muss. Deswegen geht es nicht ganz so schnell wie bei anderen Apps. Das ist eben ein bisschen der Nachteil, könnte ich persönlich allerdings gerade noch mitleben, weil der Vorteil eigentlich ja schon groß ist. Großer Nachteil allerdings, wir waren hier in der Kamera gerade im Modus A drin, also Blendenpriorität, die man einstellen kann. Ihr seht hier aber in der App, naja, so mit Einstellung ist hier relativ wenig und auch von der Seite irgendwas reinzuziehen. Leider nicht. Das Einzige, was ihr machen könnt, weiterhin, ich kann es auch hier gerne mal in den Landscape-Mode reinhalten, das ist zu fokussieren und dann auch noch final ein Bild aufzunehmen und das wird dann auch aufs Smartphone übertragen, wenn ihr das soweit eingestellt habt. Aber das ist wirklich alles, was ihr hier drin machen könnt, also bis auf ein Foto aufnehmen, weiterhin 0,0. Da hat Nikon wirklich nichts verbessert. Weiter geht's mit Aufnahmen übertragen, also andere Sachen, die wir hier aufgenommen haben. Und ich könnte euch jetzt hier noch gefühlt 10 Minuten irgendwas erzählen, da würde nichts weiter passieren, außer dass sich hier weiterhin dieser Ladebalken dreht. Ich weiß nicht, ob es jetzt den gesamten Katalog erstmal auf Vorschaubildern herunterladen will oder was hier im Hintergrund gerade passiert. Auf jeden Fall dauert es und dauert es und dauert es. Jetzt ist zumindest hier der Hintergrund schon verschwunden, aber ihr seht immerhin, hier passiert immer noch nichts. Also in Sachen Geschwindigkeit ist die App wirklich äußerst mager. Aber ihr seht schon, bei der App hat Nikon wirklich eigentlich nur optisch jede Menge getan. In Sachen Funktionsumfang, gerade was den Fotobetrieb angeht, hat man wirklich die Hausaufgaben nicht gemacht. Man kann nichts einstellen. Das kann Canon zum Beispiel mit einer 300-Euro-Kamera wie der 1300D definitiv immer noch besser. Also Nikon hier auf jeden Fall nacharbeiten, appseitig. Da habt ihr jede Menge Potenzial verschenkt. Mit Spannung von vielen erwartet, der neue Bildsensor in der Nikon D500 löst mit knapp 21 Megapixeln auf. Viel wichtiger als die Auflösung, denn da gibt es auch im APS-C-Bereich durchaus noch ein bisschen mehr, war das Bildrauschen. Bis zu über 1 Million ISO könnt ihr hier einstellen an Lichtempfindlichkeit, was natürlich wirklich extrem viel ist. So viel schon mal sei vorab verraten, wirklich nutzbar ist der Bereich wirklich nicht bis so weit nach oben. Bis ISO 3200 könnt ihr zumindest mit Bildern, die die Kamera direkt als JPEG abspeichert, noch problemlos arbeiten. Da sieht man nicht allzu viel vom Bildrauschen und auch die allermeisten Details bleiben noch erhalten. So bis ISO 25600 geht es in Sachen Rauschen noch, aber da sind schon merklich mehr Details, die einfach verschluckt werden. Wenn ihr so im Bereich von knapp 200.000 dann irgendwann ankommt, da geht dann das Farbrauschen definitiv auch los und die Bilder werden eigentlich unbenutzbar. Also wie gesagt, so knapp um die ISO 200.000 würde ich sagen, ist noch okay, wenn ihr es wirklich nur fürs Web und ganz, ganz klein nutzen wollt. Da kann man das Rauschen noch so ein bisschen gut rausmitteln, aber für große Ausdrucke ist das eigentlich schon nicht mehr wirklich sinnvoll. Da wie gesagt, so ISO 25.600 für A4, A3 Ausdrucke wäre mein absolutes Limit, die Schmerzgrenze, und darüber ist es wirklich schon sehr, sehr krass. Aber nichtsdestotrotz eine sehr schicke Kamera, was den ISO-Bereich angeht, insbesondere eben für gerade mal nur APS-C-Größe. Also da hat Nikon wirklich ein sehr schönes Modell einfach mal auf den Markt rausgebracht. Auch sonst keine Probleme im Bereich Dynamik, Umfang und Co. Also tipptopp, was den Bildsensor angeht, hat mich echt positiv überrascht. Nun noch zum Videomodus der Nikon D500. Jetzt auch endlich mit dabei eine 4K-Videofunktion. Schon mal das erste große Highlight für mich. Ihr könnt im Videomenü auch noch mal ein extra Bildprofil einstellen. Müsst also nicht immer hin und her schalten. Könnt also so ein schön entsättigtes Profil noch mal anlegen. Ihr habt ein 1:1 Sensor-Readout. Dementsprechend praktisch keinerlei Probleme mit Moiré und Co. Also ein ganz feinen Flimmern an ganz feinen Texturen, wie ich jetzt hier zum Beispiel so ein feines Hemd anhabe, würde man sonst so ein Flimmern eben einfach sehen. Habt ihr auch nicht mit drin. Nachteil auf der anderen Seite zum 1,5-fach Crop, den der Sensor ja eh schon hat,
kommt nochmal ein 1,45-fach Quorp obendrauf durch diesen 1:1 Sensor-Readout. Das heißt, ihr habt einen Quorp-Faktor insgesamt von grob über 2. Also vom Bildlook her, den ihr habt, der am Ende rauskommt, gerade was die mögliche Unschärfe angeht, seid ihr eher in dem Bereich, den ihr jetzt vielleicht kennt von Panasonic-Kameras, von der Lumix G70. Da gibt es also keinen großartigen Unterschied mehr eben vom Bildlook. Das heißt, von den Brennweiten her lieber immer ein bisschen weitwinkliger denken, nenne ich es einfach mal, als es bisher gewohnt seid bei den Videomodi, da einfach dieser Crop-Faktor eben nochmal mit oben drauf kommt. Muss man wissen, aber sonst wirklich ein sehr, sehr guter Videomodus. Auch Full HD mit bis zu 60 Vollbildern pro Sekunde sind möglich. Leider keine Super Slow Motion, so mit 100, 120 Bilder pro Sekunde. Da hätte man noch ein bisschen was verbessern können. Auch die Anzeigen, die man im Live-View hat, sind noch nicht ganz optimal. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass man sich das Menü noch oder zumindest die Einblendung ein bisschen personalisieren kann. Man kann zum Beispiel derzeit nicht die Mikrofonpegel und ein Histogramm gleichzeitig einblenden, was einfach doof ist, weil das die beiden Dinge sind, die man eigentlich immer haben will, wenn man irgendwie filmt, dass man die nicht zusammen in einen Overlay mit reinpacken kann. Also kann softwareseitig Nikon noch ein bisschen was machen. Dafür, wo wir schon beim Thema Live-View sind, ja, man kann jetzt auch endlich die Blende im Live-View direkt verstellen und sieht es auch wirklich live in der Vorschau. Also da Daumen hoch auf jeden Fall für Nikon, für den Videomodus der D500. Mein Fazit zu Nikon D500. Insbesondere für Wildlife und Action, also Sportfotografen, ein echtes Biest, was Nikon rausgebracht hat. Ob es für den Preis wirklich so viele Käufer gibt, da bin ich mir nicht ganz sicher, denn es gibt ja noch ganz spannende Konkurrenten. Einmal von Nikon selber, die D750, die ist deutlich günstiger und eben eine Vollformatkamera, da finde ich ansatzweise so schnell. Und die Canon EOS 7D Mark II auch nochmal deutlich günstiger, kommt auch nicht ganz an die Geschwindigkeit ran. Aber das schauen wir uns vielleicht einfach nochmal ein Duell an und da würde mich jetzt eure Meinung interessieren. Hättet ihr lieber einen Vergleich mit der Nikon D750 oder mit der Canon EOS 7D Mark II? Schreibt es bitte unten in die Kommentare einfach mal rein und je nachdem, welches Duell mehr Stimmen bekommt, das drehen wir dann auch nochmal später nach. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da drüben auch nochmal der Abo-Button.